Möchten Sie Ihren Azubis die Produktion eines bewusst nicht ganz so professionellen, aber dafür umso authentischeren Recruiting-Videos anvertrauen? Dann sollten Sie dem Nachwuchs aber trotzdem ein paar handwerkliche Tipps mitgeben. Hallo Tom. Hi Daniel. Du als alter Kameraprofi bekommst doch bestimmt Gänsehaut bei dem Gedanken, dass jetzt irgendwelche jungen Leute ohne Filmausbildung oder ähnliches riesig ins Filmbusiness einsteigen sollen und jetzt für ein Unternehmen einen Recruiting-Film drehen. Tatsächlich nicht, weil gerade junge Leute haben viel schon mit Video gemacht. Sie haben eigentlich Spaß, Motivation, gerade an solchen Themen zu arbeiten. Der Humor kommt gut rüber, sie wissen ganz genau, wie halt ihre Zielgruppe tickt. Und deswegen habe ich da keine Bedenken. Aber jetzt mal rein vom technischen oder vom professionellen Anspruch, weil ich glaube, es ist ja schon noch ein Unterschied, wenn jetzt so ein junger Mensch in seinem Freundeskreis irgendwelche TikTok-Videos oder sonst was verbreitet, wenn er jetzt auf einmal für ein renommiertes Unternehmen sozusagen nach außen kommuniziert. Also klar, jetzt einfach mal für eher die günstigere Variante. Ich meine, man kann da Kameras, Spiegelreflex und sonstiges kaufen. Das ist super teuer, auch super geil. Aber man kann es auch super geil machen, wenn es günstig ist. Mhm. Und da kann man auch beim Handy bleiben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber trotzdem natürlich Querformat, jetzt für YouTube 16:9. Handy quer nehmen, Rückkamera nehmen, ist meistens sowieso besser. Und dann auf jeden Fall der Ton, da ein externes Gerät nutzen. Also da gibt es externe Ansteckmikros, wie jetzt hier zum Beispiel. Gibt es auch natürlich Teile, die kosten dann halt über 500 Euro oder aber auch 40 Euro. Und die taugen es auf jeden Fall. Wobei ganz am Geld muss es ja nicht unbedingt hängen. Also weil, ich meine, das Unternehmen kann ja dann auch, also das müssen die Azubis hoffentlich nicht selber kaufen. Oder das aber man muss nicht, gerade wenn es vielleicht auch so ein Versuch ist, oder? Also wenn man sagt, okay, jetzt mal gucken, funktioniert es oder nicht, dann willst du nicht gleich tausende Euro. Nee, klar. Also man kann es ja auch irgendwann steigern. Das ist ja kein Problem. Okay, aber du sagst schon, Handy, ich meine, Auflösung haben die Dinger ja mittlerweile. Auf jeden Fall ziemlich hoch, deswegen. Aber Ton, das habe ich nämlich auch schon öfter gemerkt, siehst irgendwie ein tolles Video, aber verstehst kein Wort, das ist dann halt doof, wenn es nicht gerade ein Stummfilm ist. Und, also ein externes Mikrofon ist ja schon mal gut und die funktionieren auch mit Handys. Genau, also da muss man ein bisschen drauf achten, aber also da kann man sich nochmal drüber informieren. Die haben entweder zwei oder drei Klinken, dann passt es aber, wenn man das Richtige benutzt. Okay, weil die verschwinden halt so schön, die sieht man nicht unbedingt. Es gibt nämlich noch hier Hallo, Hallo, genau, das Interview. Genau, das Lichtmikro sozusagen kann man sich auch zulegen. Es kommt halt immer drauf an, was man machen möchte für Formate im Endeffekt. Genau. Und dann, worauf man auch vielleicht Wert legen könnte, wäre einfach sich ein Stativ zuzulegen. Einfach nicht hier irgendwie wackelig aus der Hand und dann verschwimmt das Gesicht oder sonstiges, sondern der Fokus schön immer. Also das macht man dem Fokus dann auch einfacher, dem Autofokus, wenn man einfach ein Stativ hat und davor steht. Bisschen Licht benutzen natürlich, dass man einfach ausgeleuchtet ist. Aber da kann man halt auch schauen, ob man vielleicht einfach eine Tischlampe nimmt und die irgendwie ins Gesicht. Also einfach, dass es nicht so dunkel ist, nicht rauschig wird. Und jetzt noch ganz kurz die andere Seite von der statischen Aufnahme. Wenn man jetzt in Motion was aufnehmen möchte, in der Bewegung, dann bietet sich da ein Gimbal an. Das ist einfach ein Gerät, was sozusagen die Kamera austariert und dann kleine Rucklungen verschwinden lässt. Das hört sich jetzt aber nach Profi-Ding an, oder? Das gibt es natürlich auch wieder in der Profi-Version, aber auch für Handys relativ günstig schon. Deswegen, das würde ich einfach mal, falls da Interesse besteht, kann man sich das mal gerne zulegen. Da kann ich jetzt beim Laufen und das ist super smooth und schön. Und, okay. Genau. Und sonst kommt halt am Ende das Schnittprogramm natürlich, also wenn ich den Film schneiden möchte. Da gibt es kostenlose Versionen, zum Beispiel für Mac gibt es da iMovie oder für Windows gibt es da den Movie Maker, den bekannten. Mit was arbeitet ihr? Wir arbeiten jetzt mit Premiere Pro von Adobe und das kostet natürlich da ein bisschen was. Je nachdem, das könnte man als Laie auch relativ gut benutzen. Es gibt genug Tutorials auf YouTube und so schwer ist es am Ende dann auch nicht. Abonniert man ja auch monatlich, ne? Also da abonniert man auch monatlich, aber da kann man dann auch schauen, ob man das halt vielleicht fürs Projekt einfach mal benutzt. Eins noch, Kopfhörer, oder? Kopfhörer, ganz wichtig, weil was man halt aufgenommen hat, sollte man auch vielleicht direkt checken, bevor man das irgendwie am Ende erst merkt, dass der Ton total grottig war. Kopfhörer einfach schon mal benutzen, aber da könnt sogar fast in ihr. Also
ein paar gute Kopfhörer reichen da aus. Okay, müssen ja die Profi-Kopfhörer sein, aber einfach, dass man dran denkt, währenddem ich aufnehme, höre ich, dass nicht irgendwie noch so ein Handy tickt oder ja, sonst irgendwas. Oder irgendwie ein Kratzen oder man kam hier dran, so, dann kann man das vermeiden und vielleicht wiederholen den Take einfach. Okay. Jetzt mal vom Filmkonzept her, was würdest du jetzt sagen, was würdest du jetzt dazu den Azubis, die vielleicht nicht gerade eine Mediengestalter-Ausbildung machen, sondern was weiß ich, kaufmännischen oder in der Produktion irgendwo, was würdest du denn zutrauen an Filmformaten? Ja, also klar, was immer funktioniert ist vielleicht Interviews, einfach authentische Interviews. Ich gehe zu einem Kollegen hin und frage, hey, wie war dein Tag, was hast du heute zum Mittag gegessen oder woran arbeitest du gerade, also gerade vielleicht die Projekte oder so zeigen. Dann vielleicht auch einfach Content, man erzählt ein bisschen über seinen Arbeitsplatz, wie ist es da, wie ist es mit den Kollegen. Oder auch Eventfilme. Man lässt mal die Kamera laufen bei irgendwelchen coolen Weihnachtsfeiern oder sonstigen und kann da dann die richtigen Ausschnitte nehmen und das vielleicht zusammenschneiden zu einem kleinen Eventfilm. Genau so, okay. In der Richtung. Du würdest also sagen, eher Reality als geskriptete Reality, weil das eventuell, wenn man das nicht richtig professionell macht. Zum Beispiel in der Mittagspause, da filme ich lieber in der Mittagspause, als jetzt alle Leute zusammenzuholen und jetzt erst mal. Mach's also, mal so, als wäre Mittagspause, genau, ist nicht so. Genau. Nee, funktioniert meistens nicht so gut. Nee, okay. Also Authentizität ist ja generell auch das Thema, was man beim Recruiting immer sagen, ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Am Anfang ist es super schwierig. Immer ein Video vor der Kamera ist was ganz anderes, als wenn man mit einer Person redet. Aber da kommt man rein. Also wirklich nach dem zweiten, dritten Video merkt man auf einmal, oh, okay, ich komme da raus. Und da muss man auch nicht hier total gekünstelt sein, natürlich aber auch nicht zu arg eingeschlafen, einfach du selbst sein. Einfach nur noch mal als Tipp so am Rande. Okay, wie siehst du mit Humor? Weil gerade bei Azubi-Filmen heißt es ja, okay, jetzt machen wir ein lustiges Filmchen. Der gespielte Witz, also der ist schwierig zu machen. Wenn man es hinbekommt, okay, aber ich würde es ehrlich gesagt davon abraten. Also es ist ja schon witzig genug, wenn man Leute sieht, die springen, die Spaß haben. Einfach auch schon das Lächeln reicht einfach aus, aber da muss kein wirklicher Witz mit Pointe sein. Ja, oder eher Dinge, die vielleicht passieren. Also dass man lieber mal so ein Making-of mit reinnimmt, oder? Weil halt jemand... Beinstellen oder... ja, genau. Kann man ja provozieren. Als dass man sagt, so, wir sind jetzt alle mal lustig und ausprobieren kann man es, oder? Man sollte aber dann auch nicht zu enttäuscht sein. Ausprobieren immer. Also ich finde, man sollte alles einfach mal ausprobieren und gucken, wie es für einen passt, ob es lustig kam oder nicht. Ich meine, am Ende kommt es darauf an, also das ist das, was man dabei lernt. Ja. Ja, jemand halt dann diesen lustigen Film zeigen, der auch eine ehrliche Meinung eingibt. Ja. Und dann kann so ein Projekt dann halt auch mal bloß für die Projektgruppe vorgeführt worden sein. Nee, okay. Aber so ganz chaotisch sollte man wahrscheinlich dann auch nicht vorgehen, auch wenn man sagt, man möchte hier ein bisschen Freestyle oder sonst. Wir haben, was würdest du sagen, von der Planung her, was sollte man vorneweg auf jeden Fall tun? Immer überlegen, was soll denn am Ende rauskommen? Was für Content, was soll gesagt werden? Ein Storyboard kann man an sich auch machen, vielleicht einfach wirklich, also was ich immer mache, ein paar Kästchen zeichnen und überlege halt so, wie könnten die Personen stehen. Also das schon mal einfach, damit man auch, wenn man, weil man das meistens im Team macht, dass man einfach sich dann gescheit abspricht und dann weiß, okay, wir reden vom Gleichen. Und dann auch wichtig, welche Utensilien brauchen wir überhaupt? Also brauchen wir da jetzt irgendwie was Cooles, was wir zeigen wollen? Wollen wir Schilder basteln oder ein Greenscreen? Kann man natürlich auch mal ausprobieren. Genau, brauchen wir was zu essen? Catering ist auch nie verkehrt. Ja, ist auch wichtig. Also hungrige Leute sind nicht angenehm vor der Kamera. Oder auch auf jeden Fall Wasser immer nehmen. Also irgendwann wird der Mund auch wirklich trocken. Da sollte man mal einen Schluck trinken. Ja. Genau, und dann einfach nur noch planen, wer geht wann vor die Kamera, wer möchte überhaupt vor die Kamera. Es gibt natürlich Personen, die sagen, nee, ich gehe hier nicht vor die Kamera. Mhm. Auf keinen Fall zwingen. Also nur Leute, die wirklich Bock haben, die sollen vor die Kamera und können sich da austoben. Im Zweifel sich noch eine Erlaubnis von denen auch schriftlich dann auch, gerade im Business, ne, sich reinholen, dass man da sagt, okay, ja, genau. Die Leute also sind auch d'accord. Man muss sich immer bewusst sein, wenn dann die Leute nicht mehr in der Firma arbeiten und man hat das dann irgendwo hochgeladen, dann weiß man nicht, wie die Personen dann darauf reagieren. Und da sollte man immer sich absichern auf jeden Fall. Also eine Planung spart wohl auch Zeit beim Dreh einfach, also weil wenn du dann alle zusammen hast, die Kamera läuft und dann sagt man, ach Gott, hat eigentlich jemand die Zipfelmütze, die wir brauchen? Ja. Und dann rennt jemand los, wäre es nicht gut, man hat sich vorher die Gedanken gemacht, damit der Drehtag auch kompakt ist, oder? Weil ein zu langer Drehtag ist dann auch, irgendwann ist es auch ermüdend. Nee. Und das merkst du schon in den Bildern auch an. Genau. Thema Musik. Mhm.
Ja, Musik muss man natürlich aufpassen. Also das ist so ein Thema, also jetzt irgendwie ein Lied von Justin Bieber zu nehmen, einfach so und da reinzuschneiden, das ist nicht so gut, weil das halt, also wenn es intern ist, okay, aber öffentlich ist es schwierig. Eine Möglichkeit ist da, also erstmal eine kostenlose Möglichkeit wäre, in YouTube gibt es eine relativ große Datenbank, die man benutzen kann. Da muss man halt schauen, passt es halt irgendwie zu der Stimmung auch von dem Video, passt es vielleicht zu den Cuts, Schnitten. Oder man nimmt dann irgendwelche Stockportale, da kann man Videos dann, Musik kaufen. Ja, also muss man auf jeden Fall die Lizenzen angucken. Lizenzen sind aber sehr weil, wichtig. Weil was vielleicht für den Azubi privat absolut noch okay ist, der kann vielleicht sogar mit dem Justin Bieber irgendwie sein TikTok-Video hinterlegen, ja. Wird im Business auf jeden Fall viel komplizierter und da muss man geordnete Wege gehen. Genau, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sogar selber Musik macht von den Azubis. Ja, vielleicht kann er ja irgendwie was einspielen. Ja, stimmt. Prinzipiell für den Schnitt vielleicht noch, also weil dann hat man einen Film in irgendeinem Format. Wir reden jetzt ja von einem Azubi-Film, wie auch immer der geartet ist, aber was, egal wie das Konzept ist, was würdest du empfehlen, was jetzt rein im Schnitt? Generell würde ich sagen, immer kurz und knackig bleiben. Erstmal aus dem Grund, weil ein 20-Minuten-Film, da wollen nicht viele Leute, also die schalten dann irgendwann ab. Also wenn ich kurz und knackig sage, dann reichen da 3 Minuten meiner Meinung nach. Mhm. Und die Produktion ist auch viel knackiger und dann weiß man auch, was rausgekommen ist. Weil wenn ich 3 Tage gedreht habe und dann nach 10 Tagen Schnitt endlich mal fertig bin und dann merke, oh, okay, dieser 20-Minuten-Film sieht total schlimm aus und den wollen wir alle nicht, dann ist schade und das kriegen wir halt schneller hin, wenn wir das auch kürzer haben. Und das guckt sich auch, also gerade deswegen sind Social-Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok so beliebt, einfach weil das sind die kürzesten Videos überhaupt, die du dir anschauen kannst und da bleibst du halt dran. Und deswegen bei YouTube kann man da auch ruhig kurz bleiben. Okay. Genau. Und sonst, 16:9, das Format, das gängige Format von YouTube, was aber natürlich auch möglich ist, ist 21:9, also hier das Widescreen-Kino-Format, kommt immer sehr cineastisch, also cool rüber. Und dann halt klar, wenn man für Instagram oder auch für die Story oder sowas will, dann müsste man halt doch vielleicht entweder separat nochmal Hochformat drehen, wenn man es dafür will. Also wir gehen jetzt eher mal davon aus, dass man einen YouTube-Kanal damit aufbaut. Und dann sind wir halt im Querformat 16:9, 21:9. Genau. Bildrate, Auflösung, gut, das ist ja dann nochmal. Also wenn man da Hilfe braucht, auf YouTube gibt es da genug Tutorials zu den Programmen, da ist kein Problem und auch an dem Schnitt an sich. Und ich würde auch immer vom Schnitt her eher so, also ich nehme einen Take auf, mache den vielleicht nochmal, wenn es möglich ist. Wenn er zu authentisch war, dann, also wenn er zu spontan war, dann geht es natürlich nicht. Wenn es aber was ist, wo ich was sprechen sollte vor der Kamera, dann kann ich den 2-3 Mal machen und dann nehme ich einfach immer den Besten. Und die Person, die das angeschaut, also natürlich sollte am Ende immer die Person, die da drin war, das Video nochmal absegnen am Ende und nicht einfach, dass es hochgeladen wird und dann, ey, das ging ja gar nicht mit meinen Haaren oder wie auch immer. Darauf sollte man immer achten. Wenn jetzt jemand Fragen hat, darf er dich anrufen? Ja, klar, auf jeden Fall. Also Nummer ist unten eingeblendet. Ich würde mich super interessieren für irgendwelche Videos von euch. Ich gebe euch da gern Feedback und bin von Montag bis Freitag an meinem Platz und da könnt ihr mich gerne erreichen. Und vielleicht sogar, wenn auch ein Filmchen schon mal gedreht ist, dir schicken, oder? Ja, genau. Das ist noch viel lieber. Also das fände ich ganz, ganz cool. Da gibt es eine ehrliche Meinung, oder? Ja, auf jeden Fall. Kann aber halt auch, ne? Ja, kann auch ernst werden. Nee, sehr schön. Hat mich gefreut. Ich freue mich auch immer in YouTube oder so, wenn ich über solche selbstgemachten Azubi-Filmchen stolper, muss ich sagen. Und klar, hat wirklich seinen Charme. Aber wenn wir das nicht professionell machen, aber das gibt ja einfach auch nochmal ein Zeichen, dass ein Unternehmen sich auch nicht so ernst nimmt vielleicht, sondern auch sagt, wir zeigen uns, wie wir es sind. Und wenn es jetzt jetzt vielleicht eben nicht der Hochglanzfilm ist das auch okay. Aber natürlich, ein Film, ich will was hören, ich will auch dranbleiben, es soll schon ein bisschen, ne? Und deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt ein bisschen was mitgeben durften, konnten. Wenn Ihnen der Film jetzt was gegeben hat, was gebracht hat, würden wir uns freuen, wenn es uns einen Daumen nach oben geben auf YouTube. Ja. Vielleicht unseren JobsAround-YouTube-Kanal abonnieren, dann stolpern Sie ab und zu in YouTube öfter über solche Filme rund um Personalthemen. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr Daniel Merkel und Tom Berger. Ciao. Tschüss.